Hier hat es gescheppert. Ja, das war der Hauptweg. Servus YouTube-Freunde. Ja, wie ihr seht, hat mich jetzt nach Wochen zu Hause rumhängen mal rausgezogen. Einige werden ja Bescheid wissen über mein gesundheitliches Problem. Und aktuell warte ich auf einen OP-Termin. Im Moment geht es mit den Umständen entsprechend eigentlich ganz gut. Und darum hat es mich heute rausgezogen. Ja, vor einiger Zeit gab es hier ein bisschen Kleinholz. Hier ist dann mal eben so eine Windhose durchgegangen. Und was ihr hier im Hintergrund seht, das war mal alles zugewachsen. Und jetzt Wahnsinn. Hier hat es gescheppert. Die Wege sind auch noch nicht allzu lange frei hier. Meine Herren, das ist Kleinholz. Also für den Bushcrafter, in diesem Fall Birkenrinde, gibt es hier jede Menge Material. Weiter hinten ist auch ein komplettes Stückchen Kiefernwald zerstört worden. Da sollte es jede Menge Kienspan geben demnächst. Verrückt. Bis jetzt stimmt die Richtung noch. Dann gucken wir gleich mal, ob da eine Absperrung ist oder nicht. Also bis später. Ah, hier ist schon die erste. Allerdings nur ein blödes Flatterband. Aber meine Richtung. So, die Absperrung konnte ich jetzt geschickt umgehen. Gelernt ist gelernt. Aber jetzt, seht ihr selber. Da komme ich wohl nicht weiter. Vielleicht auch nicht ganz so safe, ne, die Sache. Also, wieder zurück. Ja, kein Weiterkommen mehr vom Hauptweg. Und wie ich schon gerade sagte, ruckzuck sucht der Mensch sich einen anderen Weg. Nach 4 Wochen gibt es einen neuen Trampelpfad. Da, Birkenrinde gibt es hier satt und ohne Ende. Mittlerweile liegt der Sturm jetzt schon einige Wochen zurück. Ich weiß nicht genau, 3, 4 Wochen. Deshalb hat sich hier schon ein Trampelpfad gebildet
von Leuten, die einfach auch ihren Weg hier suchen. Hier hat's gescheppert. Ja, das war der Hauptweg. Schaut euch das mal an. So, den sturmgeschädigten Bereich hinter mir, den verlasse ich jetzt mal. Hier ist wieder der Weg frei. Da sieht es schon wieder aus, als wenn überhaupt nichts gewesen wäre. Also, falls ich mich nicht mehr melde, danke fürs Mitgehen. Bis dahin, Servus und Glück auf.